Das Microsoft Surface Duo kam 2020 auf den Markt und hat rückblickend betrachtet auf ganzer Linie reingeschissen. Zum einen hat Microsoft über 1500 Euro verlangt, obwohl das Surface Duo größtenteils auf veraltete Hardware gesetzt hat. Zum anderen gab es in der gesamten Smartphone-Geschichte wahrscheinlich kein zweites Smartphone, das mit so vielen Software-Bugs auf den Markt geschmissen wurde. Ein ziemlich beschissener Start, und auch wenn ich keine offiziellen Verkaufszahlen finden konnte, können wir davon ausgehen, dass sich das Duo der ersten Generation nicht sonderlich gut verkauft hat. Irgendwie war es zu dem Zeitpunkt auch noch relativ schwer einzuordnen, für wen dieses Gerät interessant sein soll und welche Use Cases sich ergeben könnten. Aus irgendeinem Grund hat mich das Gerät aber gecatcht und mich überkamen ganz subtile Retro-Netbook-Vibes, als ich das Gerät im Mediamarkt zum ersten Mal in die Finger bekam. Heute, also ein paar Jahre nach Release und somit auch ein paar Updates und Price-Drops später, schauen wir uns das Gerät nochmal genauer an und finden heraus, ob sich das Teil heute noch lohnt bzw. heute endlich lohnt. Hier halte ich also das legendäre Microsoft Surface Duo in den Händen. Ich bin sehr gespannt, was wir im Laufe des Videos über das Gerät herausfinden können. Es ist für mich aktuell noch nicht so wirklich greifbar. Es ist irgendwas zwischen Netbook, Laptop, Smartphone und Tablet. Also noch nicht so ganz greifbar für mich, aber ich denke mal, das werden wir heute alles gemeinsam herausfinden. Dementsprechend würde ich sagen, schauen wir dem Gerät mal etwas tiefer unter die Haube. Wie anfangs erwähnt, hat Microsoft trotz des absurden Preises eher veraltete Hardware eingebaut. Um genau zu sein, haben wir hier einen Snapdragon 855 unter der Haube. Zum Vergleich, das Samsung S10 Plus, welches im März 2019 auf den Markt kam, hatte denselben Chip verbaut. Unterstützt wird der Prozessor leider nur von 6 GB RAM. Bezüglich Speicher standen 128 und 256 GB ROM zur Auswahl. Und der Akku umfasste 3577 mAh. Ausgeliefert wurde das Duo mit einem völlig verbuggten und kaum angepassten Android 10. Heute sind wir glücklicherweise bei einem optimierten Android 12 L angekommen, aber dazu später mehr. An der Stelle erstmal ein dickes fettes Dankeschön an den eBay-Verkäufer, der mir das Gerät in diesem Top-Zustand zugesendet hat. Ihr seht, es ist in OVP und dementsprechend können wir uns der vollen Unboxing-Experience hingeben. Wir machen jetzt erstmal hier den Karton auf und dann sehen wir hier alles wunderbar eingepackt. Wir können hier wirklich so vorgehen, als wäre es ein komplett neues Gerät. Das ist richtig geil. Vielen Dank dafür. Dementsprechend können wir jetzt hier erstmal die Folie entfernen, zack, Gerät legen wir erstmal zur Seite. Wir haben hier noch den originalen Surface Duo Bumper, den schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier die Zettelwirtschaft, müssen auch nicht tiefer ins Detail gehen. Dann haben wir hier tatsächlich noch einen Netzstecker, ja, damals wurde sowas noch mitgeliefert. Zack, und so können wir es auch in der EU nutzen, wunderbar. Und hier wird dann wahrscheinlich das Kabel drin sein. Das ist ein sehr dickes und langes Kabel, sehr nice. Wunderbar, ihr seht, es ist wirklich noch alles am Start und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch mal kurz den Bumper an. Einmal für die rechte Seite, einmal für die linke Seite oder umgekehrt. Das hier wird die Seite sein, ja genau, hier mit lauter leiser Wippe und dem Powerbutton beziehungsweise hier mit dem Fingerprint-Sensor. Hier, das sieht mir nach so einem Klebestreifen aus, den wir entfernen können. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Der Bumper ist befestigt. Ich würde sagen, so einen großen Unterschied macht das jetzt gar nicht. Es ist nicht deutlich klobiger oder sowas geworden, sondern ja, scheint das Gerät einfach so ein bisschen zu schützen, wenn es runterfällt. Ich meine, es kann immer noch hier auf diese Hinge fallen. Das wäre immer noch sehr unschön, aber so ist es zumindest schon mal ein bisschen geschützt. Ich würde sagen, in dem Zusammenhang gehen wir einfach mal eine Runde ums Gerät und schauen uns an, was wir denn hier so auf den ersten Blick alles erspähen können. Wir haben zum einen hier einen Fingerprint-Sensor, der sehr gut funktioniert. Da gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Dann haben wir hier den Power-Button, hier haben wir die Lauter-Leiser-Wippe. Wir haben hier einmal den USB-Typ-C-Anschluss. Lädt, soweit ich weiß, mit maximal 18 Watt. Ansonsten haben wir hier gar nicht so wirklich viel auf den ersten Blick. Wir haben hier noch ein Microsoft-Logo, die Rückseite ist komplett leer. Und hier sehen wir eben die doch relativ dominante Hinge, die aber sehr gut verarbeitet ist. Ansonsten haben wir hier den ganzen Standardkram, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 GHz. Wir haben leider kein 5G verbaut, obwohl der Prozessor das eigentlich zugelassen hätte, aber ich glaube im Jahr 2020 war das noch nicht allzu verbreitet. Wobei man bei einem 1500 Euro Gerät eigentlich davon ausgehen sollte, dass man hier wirklich alles State of the Art hat. War hier aber nicht der Fall. Dann würde ich sagen, klappen wir das Gerät jetzt einmal auf und dann begrüßt uns auch schon das wunderbare Android UI, so wie wir es eigentlich im Grunde kennen. Und wir sehen auch, dass es hier wirklich mit zwei separaten Bildschirmen zu tun haben. Also wie ihr seht, die kann ich beide völlig unabhängig voneinander benutzen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu einem Fold beispielsweise. Was wir aber auch sehen, ist zum einen die Kamera hier auf der rechten Seite. Es gibt tatsächlich nur diese eine Kamera, 11 Megapixel, absolut grottig. Also die Kamera ist wirklich absolut grausam. Ich brauche euch da gar keine Beispielbilder zu zeigen. Die Kamera könnt ihr direkt vergessen. Hauptsache 4K mit 60 FPS verbaut, aber Qualität absolute Grütze. Also die könnt ihr wirklich vergessen. Und was uns auch noch direkt auffällt, sind die abartig großen Displayränder oben
und unten jeweils. Das ist in meinen Augen auch für ein Gerät aus dem Jahr 2020 absolut schwierig, gefällt mir gar nicht optisch. Wobei ich sagen muss, dass ich mich mit der Zeit wirklich dran gewöhnt habe und die ein bisschen ausgeblendet habe, sage ich mal. Aber ich glaube, das war auch wirklich schwierig anders zu lösen, weil wir hier, wie gesagt, eine Hauptkamera mit Blitz im Innenbereich haben. Das heißt, ein Punch-Hole wäre hier auch schwierig gewesen. Dementsprechend, ja, schwierige Kiste, aber man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Wie eben schon kurz angesprochen, haben wir es hier wirklich mit zwei autarken Displays zu tun, die mit einem deutlich sichtbaren Scharnier verbunden sind. Dadurch ergibt sich mehr oder weniger automatisch nochmal so ein anderes Nutzerverhalten als jetzt beispielsweise bei einem Samsung Fold, wo man das Gerät aufklappt und quasi als ein Display nutzt und als ein Tablet-Display mehr oder weniger. Hier ist es automatisch so, dass man mehrere Dinge parallel macht. Das heißt, man öffnet auf der einen Seite die eine App, auf der anderen Seite die andere App. Es ist im Prinzip so vorgegeben, dass man eben zwei Apps parallel nutzt, statt einer App quasi über den ganzen Bildschirm. Aus diesem absolut grausamen Windows Mobile Betriebssystem wurde glücklicherweise hier bei diesem Gerät Android und das wird wahrscheinlich auch die Zukunft für Microsoft sein. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass wir hier noch einen Nachfolger sehen werden, also es gibt einen Nachfolger von diesem Gerät, das Surface Duo 2, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die an diesem Gerät festhalten werden und noch einen Dreier rausbringen werden. Aber alles, was Microsoft jetzt machen wird im Bereich Smartphone, wird definitiv mit Android passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal einen Versuch wagen und irgendwie Microsoft Mobile 2.0 oder sowas rausbringen. Ich denke mal, die haben sich damit abgefunden, dass das eben nicht funktioniert und haben den Kampf quasi aufgegeben und werden bei ihren Smartphones in Zukunft immer wieder auf Android setzen. Mein Wunsch wäre tatsächlich gewesen, dadurch, dass man es ja wirklich wie so ein Laptop, Netbook oder Notebook nutzen kann, da gehe ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Aber mein Wunsch wäre es wirklich gewesen, so ein Dual-Boot-System irgendwie da drauf zu packen. Das heißt, dass man auf der einen Seite natürlich in Android reinbooten kann, aber dass man auf der anderen Seite auch irgendwie in Windows 11 oder sowas reinbooten könnte. Also das oder ne, damals noch Windows 10, dass man da irgendwie so ein Dual-Boot auf die Beine gestellt bekommen würde. Oder dass es in irgendeiner Form eine mobile Version von Windows 10 bzw. von Windows 11 drauf bekommen würde, dass sie das vielleicht für die Zukunft andenken würden. Das wäre geil. Also kein dediziertes Betriebssystem, sondern einfach nur eine, ich sag mal, abgeschweckte Version von dem vollwertigen Betriebssystem auf den Notebooks und auf den PCs. Das hätte dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Notebook-Charakter gegeben und hätte das vielleicht ein bisschen abgerundet. Aber auch so mit Android ist das schon wirklich eine runde Sache. Ich habe eben schon kurz angeteased, das Gerät wurde mit Android 10 ausgeliefert und kam mit zahlreichen Bugs. Jetzt sind wir mittlerweile bei Android 12L angekommen. 12L bedeutet, es ist eine angepasste Version, also von Microsoft speziell für dieses Gerät angepasst. Zumindest habe ich es so verstanden. Und jetzt läuft auch alles relativ flüssig. Es gibt hier und da natürlich immer mal wieder ein paar Bugs, aber das hat man bei jedem Android-Gerät, muss man leider sagen. Zum Beispiel, wenn man jetzt in den App-Drawer geht, dann ist es manchmal so, dass der Hintergrund ein anderer ist, als ich den eingestellt habe. Jetzt hier klappt alles, aber es kommt manchmal vor, dass dann so ganz dubiose Bugs auftauchen, aber das ist wirklich auf Minimum reduziert. Man muss wirklich sagen, dass Android 12L das Gerät in meinen Augen gerettet hat. Der allergrößte Nachteil in meinen Augen, falls ihr jetzt wirklich hier bei dem Surface Duo über einen Daily Driver nachdenkt, ist leider, dass das Gerät nicht länger mit Sicherheitsupdates versorgt wird. Ich glaube sogar seit September diesen Jahres. Dementsprechend muss ich euch leider davon abraten, das Gerät als Daily Driver anzudenken. Aber als Zweitgerät ist das wirklich eine geile Nummer. Und warum das so ist, das möchte ich euch jetzt zeigen. Ein Feature ist mir besonders positiv ins Auge gestochen und bestärkt den angestrebten Multitasking-Fokus. Wir können sämtliche Apps in sogenannten Gruppen paaren und somit zwei Apps mit nur einem Klick gleichzeitig auf den beiden jeweiligen Screens öffnen. So kannst du dir die verschiedensten App-Kombinationen ausdenken, die für dich und deine Produktivität Sinn ergeben. Ich habe beispielsweise Notion und YouTube als Gruppe zusammengepackt, um beim Skripten YouTube-Videos anschauen zu können. Oder Instagram und Twitter bzw. X in eine Gruppe gepackt, um mir die maximale Social-Media-Dröhnung zu verpassen. Ein weiteres Highlight war bzw. ist für mich tatsächlich die Kindle-App. Neben dem nahezu perfekten Formfaktor für diesen Anwendungszweck zeigt die App das jeweilige Buch optimal aufgeteilt auf beide Bildschirme an, so wie man es eben von einem normalen Buch kennt. Auch im sogenannten Notebook-Modus hat sich das Duo als sehr nützlich erwiesen. Die Microsoft Swift-Tastatur lässt sich wunderbar individualisieren und der leichte Vibrationsmotor sorgt dafür, dass das Tippen deutlich zuverlässiger als erwartet funktioniert. Ich denke, wir können zusammengefasst sagen, dass das Microsoft Surface Duo zum Zeitpunkt des Releases ein absolut grausames Gerät war, aber dass es sich in der Zwischenzeit zu einem wirklich guten Zweitgerät entwickelt hat. Warum Zweitgerät? Zum einen ist die Kamera an diesem Gerät wirklich absolut furchtbar, aber wenn wir das Gerät jetzt als Zweitgerät nutzen, ist eben auch die Kamera zweitrangig. Zum anderen, wie eben schon erwähnt, bekommt das Gerät leider keine Updates mehr, aber auch hier, wenn wir das als Zweitgerät nutzen, ist das auch nicht ganz so tragisch. Und
Der letzte Punkt ist natürlich die Größe. So als Daily Driver wäre mir das Gerät einfach zu groß. Aber wenn wir das, wie gesagt, als Zweitgerät einfach nutzen, nicht überall hin mitnehmen, dann ist das wirklich eine geile Größe, muss man sagen, weil es eben dann auch aufgeklappt groß genug ist, um als Tablet-Ersatz zu dienen. Aber der in meinen Augen wichtigste Punkt ist der Preis. Wir haben eben gehört, 1500 Euro oder 1550 Euro war der Startpreis des Surface Duo, als es released wurde. Heute bekommen wir das Gerät für 200-300 Euro um den Dreh, also wirklich günstig. Die 1500 Euro für das Gerät am Anfang mit diesen ganzen Bugs und mit den ganzen Problemen war absolut frech. Aber dadurch, dass wir jetzt ein besseres Gerät haben und dann auch noch für den Preis, also ein Fünftel des Preises, des Release-Preises oder noch weniger sogar, da kann man dann wirklich sagen, in diesem Preisbereich kann man auch ein Zweitgerät rechtfertigen. Mir hat das Gerät auf jeden Fall Spaß gemacht und auch das Video hat mir natürlich Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte dir damit auch ein bisschen weiterhelfen. Falls du noch irgendwelche Fragen hast zum Surface Duo, dann baller mir die gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder hier auf diesem Kanal. Bleibt geschmeidig, euer Bill Gates.